243,75 Cent. Es gibt nicht nur Männerunterwäsche, es gibt für alle was. Noch einen Punkt ansprechen, ne? Es ist ja nicht alles so legal hier. Ich möchte den Leuten das nicht verkaufen. Ich will denen sagen, dass es gibt. Hallo Leute, hier ist Hazel. Ich bin gerade in Strašný im Böhmerwald, 4 Kilometer hinter der tschechischen Grenze. Also, wenn ich jetzt 20 Minuten joggen würde, wäre ich in Deutschland. Aber ich bin nicht zum Joggen hier, sondern zum Arbeiten, denn zufälligerweise hat Dirks Cousine hier einen Stand und verkauft Sachen. Deswegen werde ich einen Tag am Grenzmarkt arbeiten. Dieses Video wird unterstützt von Insta360. Also den Hauptteil dieses Videos werde ich mit dieser Kamera drehen. Deswegen wechseln wir doch mal. Hi! Ich bin sehr froh über diese Kooperation, denn mit dieser Kamera kann ich euch sehr, sehr viele coole Aufnahmen zeigen. Hier gibt es nämlich sehr viel zu sehen. Sehr viele spannende Sachen. Ja, nennen wir es spannend. Eine coole Funktion kann ich euch direkt zeigen, und zwar ist es der Flow State. Das bedeutet, wenn ich jetzt laufen würde, wäre es immer noch stabil. Ich weiß nicht, wie ich gerade aussah dabei, aber bestimmt ganz smooth. Hä? Ihr seht schon mal im Hintergrund, die Leute bauen schon mal auf. Und ich gehe jetzt zur Arbeit. Für mehr Infos zu dieser Kamera, checkt gerne den Link in der Beschreibung. Aber weiter geht's mit diesem Video. Ich muss ja zeigen, was man verkauft. Sorry, ich hatte noch nie 100 Socken gezogen. 3 Paare nur 3,50 und 9 Paare 80. Krass. Die Models hinstellen. Und das sind die Unterhosen zu den Models. Arbeite ich jetzt am Grenzmarkt oder in einem Unterwäscheladen? Ich habe ihn gerade gefragt, warum wir eigentlich so viele Unterhosen haben. Ob die Kunden das dann wirklich kaufen. Und er meinte, ja, die kaufen das schon sehr oft. Und wenn sie hier sind, doch direkt 4, 5 Stück. Das ist Spaßkäufer, aber ich glaube auch, dass die Unterhosen lustig aussehen. Ne? Also so bei H&M kriegst du keine so lustigen Unterhosen. Einfach kein Kock. Okay, wir haben jetzt fertig aufgebaut, und bevor die ersten Kunden kommen, möchte ich euch noch eine kleine Tour geben, damit ihr wisst, was wir hier überhaupt verkaufen. Aber ich wette, einige von euch wissen es schon. Warum geht man denn an die Grenze? Was gibt's hier Günstiges? Auf den ersten Blick sieht es erstmal aus wie ein ganz normaler Späti. Wir haben hier die Snack-Ecke, Getränke, tschechische Snacks, Alkohol, Kaffee. Und wie wir am Anfang schon gesehen haben, es gibt nicht nur Männerunterwäsche, es gibt für alle was. Und um der vietnamesischen Herkunft treu zu bleiben, noch sehr viele Asia-Produkte. Dieser Markt hier heißt übrigens auch Vietnamesenmarkt. Habe ich online gelesen. Und dieser Grenzmarkt wird auch auf der Website vom Bayerischen Wald empfohlen als so Touri-Ort. Also ist alles legitim. Aber die meisten Kunden kommen hier eigentlich für diese Abteilung. Ich habe auch schon mit Dirks Cousine gesprochen. Ich habe sie erstmal gefragt, welche Art von Kunden hierher kommen. Und sie meinte wirklich so, 99,9% sind aus Deutschland. Aber es gibt natürlich Zollvorschriften, die man einhalten muss. Also man kann nicht 100 Stangen Zigaretten mitnehmen. Nein, man darf nur 800 Stück Zigaretten, also 4 Stangen mitnehmen, 400 Zigarillos, 200 Zigarren und nur 1 Kilo Rauchtabak. Diese Zollvorschrift finde ich sehr, sehr gut. Könnte sogar weniger sein. Auch bei Spirituosen gibt es eine Zollvorschrift, und zwar maximal 10 Liter. Pro Person? Pro Person. Oh mein Gott. Ist auch voll viel, ja, oder? Mann. Ist auch voll viel. Wer braucht denn 10 Liter Alkohol? Kraftstoff, also Benzin oder so, kann man noch 20 Liter in einem mitgeführten Reservebehälter mitnehmen. Fälschungen und Plagiate nur bis zu 300 Euro pro Person und als Kind 175 Euro pro Person. Und sogar Kaffee, den wir auch verkaufen, darf man nur so 10 Kilo pro Person einführen. Was einfach auch ein Jahresvorrat Kaffee ist. Ihr könnt es euch sicherlich vorstellen, wenn man so in Tschechien Urlaub macht, kurz bevor man wieder in Deutschland einreist, macht man hier kurz einen Boxenstopp, nimmt nochmal eine volle Tankladung mit, ein paar Stangen Zigaretten, alles was günstiger ist als in Deutschland. Also so stelle ich es mir auf jeden Fall vor. Und ich muss sagen, es ist wirklich mein allererstes Mal auf einem Grenzmarkt. Was? Du warst noch nie auf einem Grenzmarkt? Nein, ich war noch nicht mal in Polen. Also ich war nur einmal für ein Pocket Money Video in Polen, aber... Meine Cousine.
Eine Frage an die Kaffee-Experten. Ist das hier überhaupt günstiger? Ich kenne mich gar nicht aus. Hier ist zum Beispiel Schibo Kaffee Crema vollmundig 10,45 Euro. Jakobs Krönung 3,49 Euro. Nescafé Kapseln 1,77 Euro. Ich habe gerade gefragt, warum es sein kann, dass die Zigaretten oder andere Produkte so günstig angeboten werden können. Und ich habe tatsächlich eine Antwort bekommen, die ich auch im Internet schon recherchiert habe. Und zwar ist es so, dass der Einzelhändler so ein bisschen auf seine Gewinnmarge verzichtet. Aber dadurch, dass der Preis dann so niedrig ist, wird halt viel, viel mehr gekauft, dass es sich am Ende tatsächlich auch lohnt. Und es gibt tatsächlich noch einen anderen Trick, aber darauf kommen wir später. Hier ist so Pineapple Eis. Eis, Pineapple Eis. Ach so, dieser. Das hier wurde schon mal an die Kasse gebracht. Die Kundin sucht noch weiter aus. Ich warte. Um meiner Vorbildsfunktion gerecht zu werden und um meine ganz ehrliche Meinung zu sagen, Zigaretten und Alkohol sind auch Drogen. Konsumiert bloß nicht zu viel, am besten gar nichts. Es ist auch viel zu teuer. Ihr würdet sehr viel Geld sparen, wenn ihr darauf verzichtet. So wie ich. Aber mal im Ernst, ich hatte eigentlich wirklich vor, in diesem Video ein paar O-Töne aufzunehmen, also Interviews. Aber dann ist mir aufgefallen, dass es den Leuten vielleicht unangenehm ist, Interviewfragen von mir zu beantworten, weil es ist ja jetzt so ein Ort, wo man extra hinfährt, um extra ein paar Sachen zu kaufen, die günstiger sind. Ich weiß nicht, ob man da gerne Fragen dazu beantworten möchte. In der Vormittagszeit ist noch nicht so viel los, deswegen nehme ich mir mal kurz die Zeit und laufe durch den ganzen Grenzmarkt. Das ist nämlich nicht nur dieser Laden hier. Und dafür wechsle ich mal kurz die Objektive von meiner Insta360 ONE RS. Das ist nämlich eine modulare Kamera und ich möchte euch den 360-Grad-Modus zeigen, weil ich habe euch ja schon angeteased, dass man hier viele Dinge sehen kann. Kein Hexenwerk. Und schon ist es eine 360-Grad-Kamera. Ich werde jetzt noch meinen Selfie-Stick ranmachen, den man übrigens nicht sehen kann, wenn man filmt. Neben dem ganz typischen Sortiment gibt es mittlerweile auch Friseursalons und Nagelstudios. Und die sind genau hinter mir. Aber um sie euch zu zeigen, muss ich mich nicht umdrehen, sondern ich reframe einfach beim Schnitt. Tada! Friseursalons und Nagelstudio. So cool! Neben mir seht ihr ganz viele Kleidungsstände und da möchte ich natürlich auch einen Punkt ansprechen. Ne? Es ist ja nicht alles so legal hier. Es gibt viele Produktfälschungen, man kann auch Feuerwerkskörper kaufen und Waffen, die in Deutschland illegal sind und andere illegale Waren. Das möchte ich jetzt hier nicht verheimlichen. Das ist so, dafür kann ich nichts. Ihr braucht mir in den Kommentaren nicht die Schuld dafür geben. Das machen manche nämlich manchmal. Es gibt sehr viele Stände hier, wirklich mit Klamotten und so. Es wiederholt sich, sage ich mal so. Aber Dirks Cousine hat mir gesagt, dass der Verkauf so von Kleidung sich hier eigentlich gar nicht mehr so rentiert. Außer man verkauft halt wirklich so Fakes. Und es ist ja tatsächlich vom Zoll her legal, wenn man 300 Euro Warenwert Plagiate mitbringt. Ich kaufe mir hier eher nichts, ich bin ja zum Arbeiten hier. Generell gibt mir dieser Markt hier so ein bisschen Dongseon-Center-Vibes, aber halt Outdoor. Und auch, es erinnert mich ein bisschen an vietnamesische Märkte und auch an türkische Märkte. Ich war ja schon mal in Istanbul. Ja, das gibt mir so die Vibes. Ihr merkt schon viele, viele Stände, aber kaum Kunden. Das liegt daran, dass heute Freitag ist. Am Wochenende ist es hier noch mal wesentlich voller. Aber generell hat mir Dirks Cousin gesagt, dass die Kaufkraft der Deutschen ein bisschen gesunken ist. Wir wissen natürlich alle, warum. Die letzten 2 Jahre waren hart. Ein Beispiel ist, dass man ja 4 Zigarettenstangen kaufen kann. Und er meinte, vor Corona haben die immer 6 Stangen gekauft. Und die anderen 2 Stangen irgendwie so einzeln rausgenommen und in irgendwelche Ritzen versteckt, damit sie dann mehr mit nach Hause nehmen konnten. Und heutzutage meinte er, kaufen die nicht mal mehr 4 Stangen. Ist doch eigentlich gut. Ist schon gut, wenn man ein bisschen weniger Zigaretten kauft. Aber natürlich schade dann für die einzelnen Menschen, die nicht mehr so viel Geld haben. Brauchen Sie das? Ja, bitte. Dankeschön. Danke auch. Tschüss. Mein erster Verkauf mit Kartenzahlung. Und ich muss euch was sagen. Ich möchte über meine Gefühle reden. Ich möchte den Leuten das nicht verkaufen. Ich will denen sagen, dass es gibt.
So, jetzt verrate ich euch das zweite Geheimnis, warum die Tabakwaren hier eben so günstig sind. Weil eng zusammengearbeitet wird eben auch mit den Tabakfirmen. So eng, dass sie auch Hostessen schicken, die hier zum Beispiel die Kunden betreuen. Also wenn man so Fragen hat mit Menthol, Nicht-Menthol und so Fragen. Ich kenne mich halt überhaupt nicht mit Tabakwaren aus. Die könnten mir definitiv ein paar Fragen beantworten. Tatsächlich, wenn man auch zum Beispiel eine Stange kauft, kriegt man einen Red Bull geschenkt. Und diese Streuartikel, die verschenkt werden, werden auch von den Firmen gesponsert. Und hey, warum sollte ich mir einen Red Bull kaufen, wenn ich eine Stange kaufen kann und Red Bull kriege? Die Todeskombo. Genau. Wir haben jetzt erstmal genug gearbeitet. Ich muss jetzt was essen, beziehungsweise wir müssen jetzt was essen. Und dafür fahren wir natürlich in ein böhmisches Restaurant. Und in dem Zuge zeige ich euch mal die schöne Landschaft hier. Den Selfie-Stick kann ich auch verlängern. Und das ist jetzt so auf Drohnenshots angelehnt. So sieht das ungefähr vom Auto aus, wie ich den Selfie-Stick halte. Und so sieht die Landschaft aus. Pilsner Urquell schmeckt sehr bitter. Das ist böhmische Küche. Lecker böhmische Küche. Das ist Dirks Lieblingsküche. Also so richtig random, aber es ist Dirks Lieblingsküche. Aus dem Weg, Dirk. Du stehst den Kunden im Weg. Immer diese Kameramänner, die im Weg stehen. Oh. Neue Gesichtung hier. Ah, okay. Okay. Toll. Dick dir mal. Also mit der Maus, nicht so. Thank you. Ungewohnt, das waren jetzt tschechische Kinder, die in der Nähe wohnen. Kamen auch so rein, als wären sie fast jeden Tag hier. Das sind dann die 1%. Meine Mutter ist übrigens auch da, sie ist Babysitterin. Sie kauft sich etwas. Nhưng mà hai mấy năm rồi mà. Hai mươi hai năm rồi. Vậy cái nhà này là của chị đúng không? Chị xây. Dạ. Thích quá. Das ja. Was kostet diese jetzt? 38,90. Später, ne? Ja. Kommst du oft hierher? Ja, jetzt nicht mehr so, weil Spritpreise bei uns sind teuer. Ja. Es lohnt sich nicht mehr für tanken hierher zu kommen. Das ist auch nicht recht viel Blut. Nee. Stammkunde. 243,75 €. Wir haben noch zwei Feuerzeuge für dich. Dankeschön. Bitte schön. Oh, jetzt haben wir versorgt. Also dann, tschüss. Tschüss. Also die Arbeit besteht hier wirklich hauptsächlich so aus Kundenbetreuung und Verkaufen. Also nicht so klassisch wie im Einzelhandel, wie man das kennt, dass man so ab und zu noch was einräumt oder ausräumt. Dafür ist gar keine Zeit. Dafür muss man sich wirklich morgens drum kümmern. Also haben wir ja schon gemacht morgens, dass wir so alles aufgebaut haben und hingelegt haben. Und abends. Und halt Waren holen wirklich quasi in der Freizeit. Weil jetzt muss man eigentlich nur Betreuung machen und verkaufen. Und Betreuung ist sogar noch wichtiger als Verkaufen, weil die tun hier alles für Kundenbindung. Weil es gibt hier auch andere Shops, die quasi das Gleiche verkaufen, auch zu den gleichen Preisen. Man möchte ja seine Kunden halten, deswegen, wenn sie viel kaufen, gibt es dann eben noch ein Feuerzeug dazu. Oder wie halt gesagt, diese ganzen Red Bull-Dosen oder andere Getränke gibt es hier auch so als Geschenke. Das stelle ich mir auch so tricky vor, wenn man fast die gleichen Produkte nebeneinander verkauft. Da streiten sich gerade welche. Mein Fazit zu dieser Arbeit, wenn man nur so zu zweit ist wie Dirks Cousine und ihr Mann, könnte mir nicht vorstellen, dass jeden Tag so voll ist.
Also dass man wirklich so jede Sekunde eigentlich damit beschäftigt ist, auch zu gucken, dass die Leute nichts mitnehmen und so, also clownmäßig. Stelle ich mir schon sehr anstrengend vor, auch so halt von 8 bis 8, 12 Stunden offen. Schon crazy. Okay, Leute, wir neigen uns langsam den Feierabend. Es kommen noch vereinzelt Gäste rein, aber nicht mehr so viel wie nachmittags. Und die Leute brauchen mich nicht mehr, nicht so stark. Deswegen mache ich so langsam Feierabend. Bedanke mich nochmal bei Insta360 fürs Sponsern dieses Videos. Also ich finde die Kamera super. Ist nicht das erste Video, was wir beide mit der Insta360 gedreht haben. Wir haben auch sogar schon lustige Reels damit gedreht oder TikToks. Checkt die gerne aus auf meinem Instagram-Account und meinem TikTok-Account. Und wenn ihr Interesse habt an mehr Detailinfos, dann checkt gerne den Link in der Beschreibung und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss! Liken und abonnieren für die Katze.